Moin Moin! So, jetzt geht's wieder mit einem neues Let's Play los. Gestern war voller Schrott. Heute spielen wir wieder ein gutes Spiel. Ja, unser Rattenspiel hat ein zweites Teil. Und ja, das Rattenspiel wollen wir auch spielen, weil wir auch das erste gespielt haben. Und das erste hat mir übelst gefallen, also richtig gut gefallen. Und ja, mal gucken, wie das zweite ist. So, Nutzerbedingungen, ja. Ja. Die kann man so sehen, nur so. So. So, leerer Speicherstand. Extras. Ah, mehr Wörter. Aktionen. Fähigkeit normal. Hab ich nicht normal, wir passen normal. Ja. Da toll an, erzielte. So, Gameplay. Und Besiegermodus. Geil. Also wieder den Modus. Um gegen menschliche Gegner unbesiegbar zu sein. Rattenfeuer und andere Schafe bleiben tödlich. Sprache? Deutsch. Deutsch mit Untertiteln. Deutsch. Ja. Charakterfarbe. Ja. Größe. Ja. Machen wir auf normal. Hintergrund. Ja, wir machen mit Hintergrund. So. Hintergrundfarbe. Weiß, gelb, blau, rot. Und das schwarz. Farbe ist weiß. So, Grafik. Lass uns nochmal aufhören. Ja. Ja. Boden. Hast du alles? Warte mal, wir machen mal die Musik auf 80. Effekte auch auf. Ja, warte mal, wir machen auf 85. Dialoge auf 100, bitte. So, Steuerung. Und das neue Spiel. Die Eichhörner, oh Hilfe, willst du mich barschen? Bestätigen. Eins. Unter eine neue Sonne. Königreich Frankreich. Das sieht schon cool aus. Also sieht besser aus als der erste Teil. Also wirklich. Juni 1349. Er fängt uns gleich, Amicia. Er ist direkt hinter uns. Renn weiter! Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Störche! Ihr seid zu schnell für mich! Los, fangt uns doch, Zauberer! Hey, entspann dich! Unser Bösewicht kann nicht mehr! Das ist euer Turm! Er ist verhext! Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Seht euch das an! Eine Burg! Da will ich hin! Ja! Also gut. Dann mal schnell. Okay, Ende. Warte mal, komm an. Grafik, Leistung. Nee, warte mal.
Haben wir jetzt Leistungsoptionen an? Grafikleistungs, ja. Ja, scheiß auf Grafik, ganz ehrlich. Amicia! Seht euch das an. Eine Burg. Das sieht viel besser aus. Da will nicht so ich verschwommen hin. Beim Laufen. Ja. Also gut, dann mal schnell. Hier ist viel du bist besser. Schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut dir nur gut. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt. Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja. Wenn er kommt, sechs, fliehen wir. 7, 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt, er kommt. Weiß nicht mehr, wo er ist. Ich rieche Angst. Ich, Lukas, der Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Zehen Eintopf mache. Wie köstlich. Das ist eklig. Heimtückische hat euch erblickt. Es ist vorbei. Du bist zu böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch eine Chance. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. 1, 2, 3. Wir müssen von hinten angehen, bestimmt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt hierher. Seid ihr? Ich kann eure Angst riechen. Jagen wir nochmal den Jäger. Ja, König, so können wir gewinnen. Könige stürzen nun mal. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Bis Komm, dann. Sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Das stimmt. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fall nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. Ja. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Wow, so schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe.
Sie greifen uns an. Oh nein! Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen, ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Hallo. Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber... Wer bist du? Sono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonor? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Du bist gut. Aber dann kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Alter, schade, dieses Mensch. Ja, genau. Feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten ihn in den Arsch. In den bösen Arsch. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. So, verpasst ihm den Gnadenstoß, Tonner. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonor. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders, ich weiß es. Das hoffe ich. Kletter hoch. Tja, tja. Aber irgendwas... Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Angriff! Angriff! Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Okay. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke, das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja.
Okay, wir können hier nichts schnibitzen. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Okay, was passiert hier wieder? Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Was ist hier passiert? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe, ich schneide euch in Stücke! Lauf! Oh. Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Ihr sitzt fest! Hier! Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Ihr seid so weit gegangen! Dieses Mal lassen wir euch nicht... Hier lang, da passt ihr nicht durch! Schnell! Los. Runter, schnell. Ich komm nicht wieder. Ich schwör's. Schnapp ihn. Halt. Überlass ihn mir. Ich flehe euch an. Nein. Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast. Nein. Oh Gott, Matthias. So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Sauerei! Jetzt drüber, los! Und was wollt ihr von unserem Fleisch und Haut? Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Oh, sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, heul hier nicht rum. Vorsicht. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich... Er geht nicht weg. Was soll's? Ich mach schon. Die kommen nicht mehr her, das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. Ah. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg, schnell jetzt. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein. Hier lebt Thomas. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Dreht er sich jetzt um oder nicht? Okay. Warte. Jetzt.
Was zur Hölle? Los geht's. Er hat uns fast gesehen. Mhm. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Genau wie vorhin. Rein gar nichts. Du hältst hier Wache. Ja. Wir wechseln uns bis morgen ab. Geht klar. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Horst Tonner! Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn erwischt. Der versteckt sich hier irgendwo. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Welche Töpfe? Achso, die Töpfe, okay. Unser erster Tod. Wir wechseln uns bis morgen ab. Geht klar? Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Horst Tonner! Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn erwischt. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige. Was? Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Amicia! Nein! Okay, laufen ist keine gute Idee. Wir schleichen lieber. Wir wechseln uns bis morgen ab. Geht klar! Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Horst Tonner! Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn... Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. Gut, Luft ist rein. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wär's anders lieber. Hm. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Donner gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Still. Ich glaube, hier ist es, glaube ich, nicht. Abgeschlossen. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Oh, jetzt gehen sie ganz normal. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler, aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib Was? Hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen.
Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Na? Sind dann die Ratten gekommen? Kann er noch die Ratten kontrollieren? Man weiß es nicht. Wie sieht das aus? Amicia? Wie ein Phönix. Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte. Warte auf mich. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir müssen in eine Höhle rein. Immer noch aus wie ein Phönix. Wo willst du hin? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Tja, tja. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Hm. Ja, vielleicht hier entlang. Mal was gucken. Option. Perfektion. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, weil es ein bisschen hell ist, oder? Bitte! Bitte! Wollte ein bisschen dunkler machen. Schreien.
An, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War's wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, warte! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder. Wo ist sie? Ist noch im Wagen. Seht ihr sie? Weiter. Nein, bleib unten. Sie muss doch hier sein. Augen offen halten! Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerettet. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wir haben Gesellschaft. Sucht alles ab. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben! Ohne dich sind sie tot. Das müssen die gewesen sein! Wartet, wenn ich euch erwische! Die haben irgendwas damit zu tun. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken.
wenn ich euch erwische. Oh. Du bist tot, Hitler. Na los. Die anderen sind den Hügel runter. Sie leben noch. Der Wagen, meine Schleuder. Alter. Ich würde sagen, wir beenden den Part genau hier. Also ich bedanke mich, ich wünsche euch schon Tag. Ich werde jetzt auf das Mod 19 Uhr gelohnt. Morgen geht's weiter. Also, bis morgen. Tschüss.